So, boah. Nochmal so. Hier komme ich klar. Es ist schwierig, aber es ist machbar. So, der nächste Wave gleich. Das hauen wir da rein. Dass wir da ein bisschen Geld kriegen. Ich will den jetzt upgraden. Warte mal, die Bombe habe ich noch. Ja, die können wir behalten, die brauche ich gerade nicht. Wir müssen aufpassen, auch wegen den Lufteinheiten. Die kommen anscheinend immer in der Mitte, aber, ja. Kann man auch nicht so genau sagen, ne? Haben wir wieder was gekriegt. Sehr schön, das brauche ich gerade. 400 brauchen wir da. Ach du Scheiße. Aber Hammer! So, jetzt schaut man ein bisschen schneller. Es müsste sich ausgehen, dass wir die kriegen. Ja, haut auch hin. Das ist eine harte Sache hier, Leute. Nichts easyes. Ein bisschen mithelfen sozusagen. Nochmal auf Max. So, ein bisschen langsamer jetzt. Das war schon langsam, die kommen mir so schnell rüber da. Machen wir einen zweiten Tesla überall hier. Ja, das geht aber. Wave 6 von 11, wir haben nur einiges vor uns. In der Mitte kommen immer die Ballons, da muss ich hier mal... Müssen wir dann zwei weitere noch her. Jetzt den Tesla ein bisschen upgraden. Oh, die kommen schon grauslich. Oh, 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 das gefällt mir nicht. Ein bisschen mithelfen da. Das wird dreckig sonst. So. Der Slow, der war nicht unnütz, ne? Das kann man schon so sagen, würde ich behaupten. Ein bisschen langsamer. Schön upgraden alles. Mithelfen hier. Da kommt einiges. Aber es geht, es geht. Es könnte schlimmer sein. Es sieht zwar bescheuert aus, das gebe ich zu, aber es geht. Wir hauen jetzt hier mal was rein, dass da ein bisschen Mithilfe ist. Aber es ist dreckig. Es ist einfach dreckig. Mithelfen! Wow! Will nicht, dass da einer durchgeht. Es ist verdammt schwierig. Wow, also das ist heiß hier. Da werden hier zwei Freezer hin, dass die ein bisschen langsamer reinkommen. Das passt mir gar nicht, dass die so durchziehen hier. So, jetzt wollen wir wieder Ding. Wir können das hier machen. Jo, Wolf 10er mal. Den hier noch. Jawohl, das hat geholfen. Jetzt vielleicht auf der rechten Seite auch noch ein bisschen mithelfen. Oder hier ins Low als erstes erhöhen zumindest. Auch den Match rein da. Das sind halt zumindest langsam, wenigstens das, ne? So, das haben wir gelöst jetzt. Die in der Mitte, die kommen eh klar. So, hier den Slow nur rauf. Und dann haben wir's.
Wave 11 war das. Wir haben es geschafft. Keiner ist durch. Das war wirklich eine harte Nummer. Aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Gute Herausforderung. So, wie viel haben wir jetzt diese Games? Kann man uns einen 10er gönnen? Ja, kann man. Und wir nehmen das Dreieck, Leute. Wir nehmen das Dreieck. Es gehört uns ein 10er Hammer. Ja, bin da stolz drauf. Und wir werden das gleich einbauen. Zack, den ziehen wir da raus. Ich kann das eh nicht verbessern. Aber wir können uns den 10er nehmen. Und jetzt schaut euch das an. 60% mehr Damage. Wumpsti, bumpsti. Ja, sollte man bei dem natürlich hinhauen, aber egal. Er läuft, das läuft. Ich werde überall die 10er dann rein mit der Zeit. Ich habe jetzt kein Geld mehr, dass man hier was verbessern. Aber ich muss sagen, den 1er kann man echt verkaufen. Das ist doch für ein Arsch, ne? Ein 1er aufwerten, das rentiert sich sowieso überhaupt nicht. 1er und eigentlich auch 2er, weil das rentiert sich einfach nicht. Das ist besser, wir kalten uns. Also 1er, 2er weg. Rentiert sich nicht. Ehrlich. Ja. Kann ich raus, weil das ist wirklich für ein Arsch hier. Die 1 und die 2, die werden wir verheizen. Weil die sind einfach wertlos. Ganz einfach. So. Das ist gescheiter. Wir upgraden das dann da. Dann haben wir was Vernünftiges. Jo, läuft auch. Wunderbar. Sauber und auch sexy, Leute. So, da haben wir einen Dreier, sehe ich gerade. Supidupi. Ja, was machen wir? Wir gehen natürlich weiter in die nächste Mission und die ist da oben. Zwei Landungsfelder. Halleluja. Aber wir brauchen eigentlich nur hinten dürfen. Ich denke, das ist einfach, weil da muss ich nicht überall dürfen, ne? Wozu denn? Wozu denn? Aber hinten muss dann eine richtig geile Dev sein, ne? Sonst ist der Arsch offen und zwar richtig. So, die kommen von hier. So, drücken wir das weg mal. So, jetzt schauen wir wieder die blöden Bäume da an. Das sind die dümmlichen. Haben wir gar keine. Die werden auch hier kommen wahrscheinlich, ne? Also vermute ich, keine Ahnung. Hier unten kann ich gar nichts. Also Landungstruppen werden kommen. Dann würde ich einfach sagen, hier den Massendamage einfach... einmal einen Slower gönnen wir uns. Dann hier den. Hier auf jeden Fall den. Wegen der Schiffe und hier dann nochmal einen Tesla. So würde ich sagen, beginnen wir. Den ersten Tesla hier mal ordentlich upgraden. Ja, welcome Wave! Wave 1 von 11. Gehen wir's an. Da können wir ein bisschen mithelfen. Oh, dass es nicht so grausig wird da vorne. So, den haben wir auf Max. Hier können wir auch noch einen Tesla hin. Ein bisschen Luft hier haben. Schön upgraden und weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Das drücke ich mal weg da, zwecks Übersicht. Den upgraden. Nächste Wave, welcome! Wir haben was Neues! Wow, 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 was ist das? Gepanzerte Einheit, die anfällig gegenüber elektronischer Entladung ist. Das finde ich super, weil dann nehme ich. Langsame Bewegungsgeschwindigkeit, starke Rüstung, hohes Niveau an Gesundheit, immun gegenüber Verlangsamung. Das ist aber scheiße. Ja, Leute. Tesla for the win, sage ich mal. Das ist dreckig. Ich werde aber das jetzt benutzen hier. Dass wir zumindest ein paar weg sind. Man muss jetzt nicht übertreiben hier. Wer weiß, wie stressig die sind. Man sieht ja, mit dem mache ich hier fast kein Damage. Da bin ich jetzt neugierig. Da bin ich jetzt neugierig. Das sind so Kampfmaschinen hier. Aber der Tesla, der brät die. Und dann kommt ein Soldat raus anscheinend. Ja, der kriegt aber auch in die Fresse. Also läuft. So, zur Not werden wir da hinten nur einen Tesla machen. Den da auch. Ja, hier auch noch einen Tesla. Das wird schwierig hier. Jetzt kommen sie mit Landungsschiffen auch noch.
Wir werden hier landen. Ne, hier landen sie, okay. Und dann fahren die weiter. Ja, aber ich hoffe, ich krieg da nicht jetzt Minus, wenn die durch. Weil die kann die nicht aufhalten. Das wäre mies sonst. Wenn die mir Leben abziehen, weil ich kann den nicht aufhalten. Ja, hier auch nochmal. Oh, ihr seid doch Schweine. Das sind Schweine, Leute. Das sind echte Schweinchen. Aber wir kriegen das locker, zackig und auch flockig hin. Das kostet keine Leben, wie man sieht. Die laden halt nur Landungsdruck mal. Okay. Oh, was haben wir denn hier für eines? 300 Games. Dankeschön. Die kann man brauchen. Bisschen in Slow nur ein bisschen fördern. Also, ich glaube, das kriegen wir locker, zackig, flockig hin. Aber es kommt einiges und wir sind erst im Vierer-Level. Halleluja. Da geht nur was weiter hier. Wird hier auch nochmal einen zweiten Slower hin. Das kann überhaupt nicht schaden. Wir kriegen gutes Geld. So, die können ruhig schon kommen. Das ist kein Problem. Schön den Slow darauf bretteln. Lufteinheiten kommen wieder. Aber das machen die Tower da. Mal was runterhauen zum Mithelfen. Überhaupt kein Problem. So, hier haben wir noch was auch. Den normalen Tower, das ist hier unser bester Tower. Ja, dumm, wenn wir den entnehmen. Es kommt Asche rein ohne Ende. Also ich glaube, wir haben dieses 10er Upgrade mit dem Damage. Ich glaube, das hilft uns auch sehr, sehr viel. Ne? Hat leider nicht den Range, dass er nach unten schießt. Aber naja, kannst du nichts machen. Hier noch so einen hin. So, gebt uns Money. Oh, diese Lufteinheiten, die werden schon dreckig. Wir müssen mal kurz langsamer. Da müssen wir mal ganz kurz mithelfen. So, das war nötig. Hier auch noch einen. Und weiter geht's. Wir müssen hier noch ein bisschen was gegen Lufteinheiten unternehmen. So, wir können schon wieder schneller. Den auch voll. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt brauchen wir da nichts mehr extra machen. Das haut hin. Wave 8 von 11. Vielleicht auch wirklich hier ein Massendamage noch hin. Das, so verkehrt könnte das auch nicht sein. Gegen diese Landungstruppen. Gib mir Geld, Wave 8 von 11. Ja, am meisten Damage macht natürlich der einfache Tower hier. Der, wo ist er? Diese Balliste hier. Hau da wunderbar hin, Leute. Machen wir noch so eine. Kohle haben wir genug. Das ist nicht unser Problem. Oh, interessante Aspekte mit diesen Games. Wenn man es einmal versteht, ist es durchaus strategisch sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn man dann auf schwer machen will. Was wir ja definitiv tun. Ich will überall 3 Sterne. Ich denke, das ist machbar, Leute. Ich denke, das ist machbar. Bisher hat es ja auch geklappt. Sie kann ruhig rein. Wave 11 von 11, die letzte Wave. Jetzt brauchen wir nichts mehr bauen. Die Def ist perfekt hier.
So, machen wir mal kurz langsamer. Ich würde trotzdem gerne mithelfen. Wow, also ihr seht, die sind nicht mehr weg davon. Haut ordentlich rein hier. Da muss man schon ein bisschen mithelfen jetzt, sonst wird es kritisch. Vielleicht nur ein Elektroschocker hier vor der Nase. Gib mir 400. Dankeschön. Die Fliegenden sind halt ein bisschen ein Problem, aber es geht auch. Gehen wir fast durch, die Fliegen, ist richtig dreckig. Oh. Ja, die Fliegenden sind nervig, ohne das dazunehmen würde einer durchgehen. Also, es ist schon knapp, es ist schon knapp. Aber es geht, ist kein Problem, wir können wieder schneller machen. Der Mix von den Tauern, der macht's halt, ne? Aber das ist ja nichts Neues, ihr kennt es doch, ihr seid doch auch Tower Defense Fans, sonst würdet ihr ja nicht zugucken, ne? Und ich betone nochmal, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, es ist einfach geil, ne, wenn wir das ein bisschen gemeinsam erleben. Unsere Community ein bisschen vergrößern und so weiter, dass wir noch mehr erreichen können, dass alle Tower Defense Fans das jetzt sehen, ja. Das ist so das allgemeine Ziel, dass wir alle miteinander Spaß und Fun haben. So, wie sieht's hier aus? Haben wir da was? Nö, das kriegen wir gerade nicht hin. Schauen wir, ob wir hier was machen können. Natürlich, hier können wir was machen. Also wie gesagt, 1er und 2er, die kannst du schmeißen, das rentiert sich nicht. Das wissen wir inzwischen, dass sich das nicht rentiert. So, das können wir besser mal nur wieder. Jo, jetzt läuft es. Die anderen Tower sind ja so wie den könnt ihr vielleicht auch mal ein paar Games geben. Hm? Kreis habe ich noch immer keine, ne. Halleluja. Schaut euch das an, Leute, ne? 6er haben wir noch nicht. 7er Kreis, sowieso ein 5er, den können wir weg. Dann machen wir einen 6er draus. Seht ihr, dann haben wir da schon einen 6er! Wieder verbessert. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. 3, 3, 4 und ein 6er. Den gehen wir raus. Aus dem 6er machen wir einen 7er. Das müsste ausgehen, jawohl. Und vielleicht kann ich dann sogar einen 8er draus machen. Aber das kostet so viel, Leute. Wir können es uns nicht leisten. Dann gebe ich ihn wieder zurück, ne? Ist schon lustig, ist schon lustig. Jo, ich würde vorschlagen, Level machen wir noch. Hauen wir rein. Level 12. Wie weit geht es? 30 Level, keine Ahnung. Schätzen wir 20. Wenn wir die Hälfte haben, 12, 13, werden so 30 Level werden es sein, schätze ich mal. Circa, also das ist eine Schätzung, ich weiß es nicht. 500 Games, jawohl, wir brauchen es dringend, wie man sieht. Also es geht schon ziemlich ins Geld. Die einzelnen kleineren Upgrades hier vom Elektro-Fuzzi und dem Bomber, das hat man ja schneller. Ja, das Problem ist, wenn wir wieder Bäume blöd suchen wie ein Idiot. Das ist so dumm, ey. Also das mit den Bäumen, das ist, wie gesagt, gut gemeint, aber echt nervig, einfach nur. Boah, wie viel können wir da fällen, ne? Das ist ja geil. Aber hier gibt's viele extra Moos, das sehe ich schon. Leute, hier gibt's viele extra Moos. Also, jetzt ist die Frage, wo die kommen. Letzte Verteidigung werden wir auf jeden Fall hier noch machen. Den. Die werden hier auch kommen. Ich werde hier ins Slow rein. So, dann werden wir davor und dahinter Elektrofuzis. Und hier noch so an. Das ist jetzt mein Start-Setup. Und guck mal. Gucken wir, Leute, was da draus wird. Den auf jeden Fall mal ordentlich upgraden hier. So, let's go. Runde 1 von 10. Jetzt habe ich es übersehen, hätten wir uns extra Geld holen können. Eins. Toll, 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 das habe ich verschissen. Helfen wir ein bisschen mit, wir haben sie eh gleich wieder ready. Nicht, dass es wieder übersehen, ne? Das ist schon gutes Geld hier. Da haben wir mal nichts mehr von Bäumen, ne? So, da kommen wieder die Fliegenden. Das heißt, wir sollten hier den da. Auf jeden Fall nochmal ordentlich
Upgraden. Ja, die Fliegenden sind ein Problem. Die sind echt ein Problem. Ah, da haben wir eine Kiste. Dann sorgen wir dafür, dass die gar nicht hinten ankommen. Würde ich vorschlagen. Und wir haben wieder extrem geile Mucke. So, die Mucke dampft. Die Kacke ist am Dampfen. Alles dampft hier. Das läuft. Hier vielleicht auch noch einen zusätzlichen Slower hin, dass die nicht zu schnell da reinkommen. Ja, läuft wunderbar, Leute. Gibt keine Beschwerden. Das sollte gut hinhauen. Und den dann noch ein bisschen upgraden. Haut hin. All okay. All right. Machen wir auch noch so einen. Überhaupt kein Problem hier. Wave 5 von 10, es läuft butterweich durch, es macht Laune, Leute, es ist ein geiles Tor, ich finde die Grafik ist ja auch cool, reinzoomen, gut. Da wird es ein bisschen pixelig, aber sonst ist es in Ordnung, würde ich sagen, da kann man nicht meckern, also. Würde nicht sagen, es ist scheiße, es ist ein bisschen schwierig am Anfang mit den Games, ich habe es auch nicht verstanden, aber inzwischen kriegen wir das super hin. Ich will nicht sagen Profis, aber ich behaupte mal, ich kann es inzwischen ganz gut. Bin ja ein alter Tower Defense Fan und ich fuchs mir da richtig rein in die Tower Defense Sachen, also da bin ich voll dabei! Mittendrin, Stern, nur dabei, ihr kennt's doch. Ja, ein bisschen nochmal mithelfen hier, ja, machen BOOM, Digga! Das läuft, ne? Das läuft. So, vielleicht ein bisschen hier noch den Slowder. Also die haben keine Chance gegen uns. Die Bloons machen wir nicht fertig, denn es sind Römer. Und wir sind die Griechen. Wir machen die Griechen. Die Griechen fertig, wollte ich sagen, wir machen die Römer fertig, ey. Ja, die kriegen auf den Luzus. Oh, diesen Tesla habe ich noch nicht. Das ist nicht so gut. Erst den Slow und dann den Tesla da bearbeiten. Die wandern mal schon ziemlich ungut durch hier, das gefällt mir überhaupt nicht, ganz ehrlich. Ich brauche mehr Tesla, würde ich jetzt behaupten. Die Fliegenden sind jetzt nicht das Problem, nur wenn Landeinheiten dazu kommen, dann ist natürlich scheiße, ne? Wave 10 von 10, wir haben's, da wird nichts mehr sein, da geht's BOOM! ZACK! In die Guschen, aber so richtig. Und wir kriegen 5 Euro, dann 1, er wollte mich verarschen. Mies, Leute. Oh, was ist das da? Aha. Ja, da müssen wir irgendwas wieder schaffen. Auf jeden Fall, das haben wir geschafft, kriegen wir 300. Das haben wir geschafft, kriegen wir 3000. Ladies and Gentlemen, ihr wisst, was ich kaufe. Ihr wisst, was ich kaufe. Ihr wisst es doch ganz genau. Wo gehen wir einkaufen? Hier, ne? Jo, und kaufen wir hier einen zweiten Zehner. Locker, zackig und auf lockig machen wir das. Und wir gehen in die Werkstatt. Zack, boom, bang, Taktik, den Einser, den wisst ihr, wo man den hinschieben, ne? In den Arsch vom Spiel, denn das braucht man nicht. So, die Zweier auch. Den können wir upgraden hier. So, dann fliegt der raus. Und der Zehner kommt rein. 35 Prozent mehr Feuerwart. Also der geht ab, der geht ab, der geht ab. Kann man verbessern. Sonst jetzt haben wir nichts mehr. Doch, den haben wir, kann man wieder verbessern. Also wir machen uns schon die 7er selber sozusagen. Was haben wir noch? Können wir hier schauen? Haben wir hier nur einen 7er? Aber der 8er, der wird zu viel kosten. Das kann ich mir wieder nicht leisten. So. Dann haben wir nur einen 4er. Da kann ich, ja, wir könnten den, warte mal, wir könnten den raus. Natürlich. Und den rein. Dann ist der noch besser, Leute. Hier haben wir einen 4er, sehe ich gerade. Zack, boom, bang. Und hinein, mein Freund. Hinein, tief ins... Das lassen wir mal. So, läuft, läuft, läuft. Ja, wir sind hier. Wenn wir das dann schaffen, dann kriege ich dieses Special-Dingsbums da. Wie sieht es mit den Bäumen aus? Wir haben auch gleich, da kriege ich den 7er dann. Was muss ich hier machen? Athene und 3, blablabla, 5000? Wow, da muss man schauen.
Die Aufgabe kann man so den 3 Sterne in 20 beliebigen Level zu erhalten. Wo sind wir denn gleich? Was ist denn das für ein Level hier? 12. Oh, das wird ein bisschen dauern. Aber da kriegen wir Wunze Bumse. Wir könnten auch die Bonusmissionen nochmal angehen. Hier sind irgendwie keine mehr, aber vielleicht kriegen wir noch welche. Was ist das da? Achso, da sieht man nur, was alles kommt. Ja, wir haben noch ein paar Feinde vor uns. Durchaus Interessantes. Und bitte, bevor ich weiterrede, interessantes Tower Defense, um den Satz abzuschließen. Drückt niemals hier drauf, Leute. Ich mach's jetzt mal. Alles wird zurückgesetzt. Das war's. Niemals benutzen. Das ist von vorne anfangen hier. Da müsst ihr extrem aufpassen. Nicht, dass einer denkt, ja, wir spielen Play oder so, ne? Bitte aufpassen. Ich sag's erst jetzt. Mir ist es nicht aufgefallen. Ne? Ich hätte das früher sagen sollen. Ich werde es vielleicht ein, zwei Mal nur erwähnen. Das ist echt wichtig. Wer das benutzt, am Arsch. Abbrechen, zumindest drücken, ne? So, es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, Leute. Ich hoffe, die Aufnahmen sind okay. Ich werde das jetzt überprüfen. Ich habe jetzt schon x Folgen abgedreht. Es ist ein neues Programm. Audio müsste in Ordnung sein. Es ist jetzt nicht so nachbearbeitet. Naja, schon, aber es ist schwierig zu erklären. Ich kürze es mal ab, dass ich ein neues Programm habe und dass ich hoffe, dass die Aufnahmen einwandfrei sind. Also, wir sehen uns. Haut's rein und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ihr wisst ja, Bewertung, negativ, positiv, was haltet ihr davon? Leckt mich am Arsch in den Kommentaren, whatever. Auf jeden Fall kriegt ihr immer eine Antwort, denn ich freue mich über jeden Comment. Ne? Ich lese mir das durch und falls wer Tipps hat, das auch spielt, ey, why not, Leute? Rein damit. Falls ihr Fragen habt, auf jeden Fall rein damit. Also tief rein in den Comment, ja? Und ich werde auf jeden Fall antworten. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.